Eile Haare aller, grinst du sterzig, biss sich leicht auf die Unterlippe. Ohne zu zögern, holt Sterzig sein Diamantschwert raus. Ich darf es doch sicher mal halten, grinste Henno wie ein kleines Schulmädchen. Als kleine Kinder schon merken sie, da wird nur mehr als Freundschaft sein. Doch ihr Abenteuer hat gerade erst angefangen. Sterzig! Jo! Sterzig, hau weg, oh, die Scheiße! Na klar, mein Kollege und Freund! Head of Blood! Eieiei! Oh, ist mir besonders lecker! Oh. Heute wird gegluckert, Fräulein! Ja! Oh, jetzt hab ich ein paar Spritzer an meiner Brille, sag ich dir! Ich hab... Das T-Shirt ist nass. Lass es dir schmecken! Danke! Voll gegen meinen unteren Schnallzahn! Boah! Der Geschmack haut mich um! So. Jo. Ja. Herzlich willkommen zurück zu... hart aber herzig. Mit Henno und Sterzig. Wir haben uns wieder hochgerüstet, Digga, um jetzt hier heute zu farmen. Sterzig, ich zieh runter. 3, 2, 1. Wir betreten den Server. Rein. Timer ist gestellt. Sekunde. Das dachte ich mir nämlich. Und läuft. So. Ja, da sind wir. Heute, wie wir schon angekündigt haben, steht an zu Stripmine, Sterzig. Was haben denn die Leute zu diesem Plan so gesagt? Gab wieder allerlei unterschiedliche Sachen. Ich fand's auch vor allem wieder mit am interessantesten. Komm doch rein. Wie sehr ihr mich wieder unterstützt habt, die letzte Folge. Ich wurde fast gar nicht geflamed. Es gab sehr, sehr viel konstruktive Kritik. Komm doch rein. Das war einfach der Hammer. Ich will mich kurz noch Spitzhacken machen. Stimmt. Für, ja, ist gut. Ist gut. Und wir wollen ja Stripmine. Und nein, ich baue hier keine Leiter. Das wäre viel zu einfach. Ja. Also, da brauchen wir jetzt auch nicht klugscheißern. Gut. Ist wieder nice gewesen, wie viel konstruktives Feedback es von euch gab. Und auch sinnvolle Kommentare. Ganz, ganz viele. Ganz viele. Haben wir noch? Du kannst ja darauf weiter eingehen. Nee, ach komm. Wir werden jetzt, also das ist mir jetzt auch zu doof irgendwann. Ja, wir werden jetzt Stripmine, wie schon gesagt. Und wir haben euch ja um einen Gefallen gebeten. Und zwar, oh scheiße, ich habe mich so eingesaut. Nice! Und zwar solltet ihr ja uns Fanfiction schreiben. Und der Bitte seid ihr ja alle nachgekommen. Und deswegen würden wir jetzt, wir haben ja gesagt, komm, wir holen uns einfach so ein Tool, das dann die Windows-Stimme irgendwas vorliest. Aber wir haben uns tatsächlich gedacht, wir machen das noch cooler. Nee, tatsächlich haben wir es nicht hinbekommen, technisch. und deswegen wird Kathleen das vorlesen. Die ist auch dann gleich da, wenn wir unten sind und wir meinen werden. Und genau, das wird, glaube ich, schön. Ja, denke ich auch. Ich freue mich da sehr drauf, muss ich sagen. Also ich bin gespannt, auch wie viele kamen vor allem. Und wie sehr auch die Qualität der Fanfictions. Genau. Und wie viel Arbeit deine Cutter wieder haben müssen. Ja, zum Piepen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Das wird auch denn witzig. Denn Fanfictions, für die Leute, die nicht kennen. Ach ja, stimmt. Vielleicht sollten wir die Leute mal abholen. Also Fanfictions sind generell erfundene Geschichten über, weiß nicht, bekannte Persönlichkeiten oder whatever, oder bekannten Serien, wie auch immer. Und die fallen stereotypisch häufig immer etwas grenzwertig aus. Im Sinne von... Ja, letztendlich sind Sex-Stories. So. Du hast es gut auf den Punkt gebracht. Also am Ende des Tages bumsen Leute. So. Ja. Und deswegen, ich freue mich.
Ich freue mich, weil natürlich hier Thema Stripmine kamen auch wieder gute Tipps, zum Beispiel, dass wir einfach nicht Diamond farmen sollen, sondern wir sollen einfach jeden einzelnen Dorfbewohner leveln. Ich meine, gut, das Format kann noch 30 Jahre dauern, das ist okay, aber wir dachten uns, wir nehmen dann doch die Variante, die ein bisschen zügiger ist. Und werden einfach ursprünglich war ja, und es ist ja auch witzig mit den Fanfictions. Hm? Genau, und ursprünglich wollten wir eigentlich auch so schnell wie möglich das Ziel erreichen und nicht noch hier sitzen, wenn wir 80 sind. Genau, also selbstverständlich können wir uns jegliches Farmen sparen und einfach jeden einzelnen Dorfbewohner für Rüstung, für Werkzeuge, Waffen, für was wir eben brauchen, hochleveln. Aber das dauert ja auch. Und deswegen jetzt lieber eine Folge effektiv farmen. Dann haben wir so viel Diamonds, wie wir brauchen, weil wenn wir sterben, ist eh vorbei. Also jeder braucht nur einen, ja gut, für reparieren dann irgendwann mal. Aber ne, ihr wisst, wie ich meine, das ist viel besser. So, liebe Kathleen, bist du da? Bist du im Off? Wir begrüßen hier in unseren Reihen die liebe Kathleen. Hallo, guten Tag. Applaus. Hallo. Ja. Kathleen, hast du hier schon Glütten aufgezischt? Ich habe drei wundervolle Knackung? Sachen mitgebracht. Achso, aber hast du auch eine Knackung schon gemacht? Tatsächlich vorhin. Ich habe jetzt Kaffee, wenn das okay ist. Wow. Das ist okay, aber gut, musst du wissen. Also, liebe Freunde, Kathleen, die kennt ihr vielleicht aus dem einen oder anderen Video, die tritt häufig als Taube auf, ja, in einem Taubenkostüm. Die Taube. Und die liebe Kathleen, die hat auch, ist quasi Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, die Scheiße von mir aufzuräumen und irgendwie das in Bahnen zu lenken, was ich fabriziere. Und ja, hier in dem Projekt wurde sie bekannt, weil sie uns quasi handicappen wollte. Ne? Hat also sie auch aktiv getan. Sie verwaltet ja auch den Server und hat dann hier auch so eine Truhe mal gelootet. Haben wir gemerkt, Kathleen, aber ist okay. Wir wollen Kathleen, dich jetzt hier nicht judgen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Okay, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, Kathleen, wir fangen jetzt hier einfach an zu meinen, sind doch schon dabei. Und du darfst einfach, kannst dann gern jetzt starten, unsere Fanfictions zu lesen. Die Fanfictions über uns. Genau, also ich würde einfach mal anfangen mit der Tintenfischfarm von dem lieben Magic Stick. Dankeschön, Magic Stick. Grüße gehen raus. Genau. Sterzig, deine Seite ist die andere. Henno und Sterzig waren in der letzten Folge zum vierten Mal gestorben, da Sterzig zu viele Pilze genascht hat und eine Lebensmittelvergiftung erlitten hat. Das schmälerte ihre Motivation aber in keinster Weise und sie probierten es auf ein neues. Henno: Sterzig, schenk mal ein, die Plörre! Sterzig schenkte sich und Henno eine Tasse Red Bull ein und die beiden äxten die Tasse in einem Zug weg. Zum Wohl! Henno: Zum Wohl, oh je, Max! Es kommt zum schon wieder Sterzig aus meiner Nase! Stößchen! Oh weh, es kommt schon wieder... Und sogar etwas aus meinem Ohr. Sterzig: Junge, ich bin so hyped. Diesmal schaffen wir es wirklich. Die beiden starteten das Spiel und fingen sogleich an, ein paar Bäume zu fällen und sich die ersten Steinwerkzeuge zu bauen. Danach begaben sie sich auf die Suche nach einem Dorf. Sie suchten schon 15 Minuten, aber sie konnten einfach kein Dorf finden. Plötzlich also bisher jede beliebige Staffel, oder? Ja, also bisher gut zusammengefasst, was bis jetzt immer passiert ist. Sehr gut ist. Auf den Punkt gebracht. Sorry. Hello. Was ist das denn? Sind das etwa Quallen? Sterzig: Nein, das stand letztens in den Kommentaren. Ich glaube, das sind Tintenfische. Henno: Wow, das sind echt wunderschöne Tiere. Sterzig: Ja, stimmt, die sind echt schon bezaubernd. Henno: So reden wir übrigens auf wirklich. Den Enderdrachen. Lass uns einfach eine Krankenfarm machen. Sterzig: Du meinst Oktopus. Henno: Nee, Quallen, oder? Krankenfarm. Sterzig: Ach, das ist doch egal. Soweit ich das weiß, ist es gar nicht möglich, in Minecraft eine Krakenfarm zu machen. Henno: Das ist mir scheißegal. Das Format endet erst, wenn wir eine verdammte Farm haben. Klingt nach mir. Sterzig: Okay, beruhig dich mal. Von mir aus können wir es probieren. Vielleicht hat bloß noch niemand herausgefunden, wie es geht. Henno: Geht doch. Ich baue jetzt erstmal einen Zaun und du suchst Futter. Die beiden probierten allerlei Nahrung. Weizen, Karotten, Kartoffeln. Aber nichts funktionierte. Irgendwann ging es Sterzig nicht mehr so gut. Sterzig: Aui, ich habe Bauchschmerzen. Henno: Hast du wieder Pilze gegessen? Sterzig: Nein, ich schwöre, Walla.
Hier steht Walla. Walla. Die Bauchschmerzen von Sterzig wurden immer stärker. Irgendwann schrie er auf und ein brauner Strahl kam aus seinem Po. Oh, Alter, was? Und ein brauner Strahl kam aus seinem Po. Einfach Sprühdurchfall. Sterzig, jetzt geht es wieder besser. Oh, ich fühle mich ja so erleichtert. Henno, schau mal, die Quallen essen die braune Substanz aus deinem Po. Die Tintenfische aßen die braune Substanz. Es bildeten sich Herzen über ihnen und ein kleiner Mini-Tintenfisch spawnte. Henno, die braune Substanz, das muss die Lösung sein. Schnell, Sterzig, probiere noch mehr davon zu craften. Ich probiere es auch mal. Kurze Pause, dazu möchte ich bitte Fanart sehen. Alter, dazu Junge, Junge, wie kommt man denn auf so eine Scheiße im wahrsten Sinne? Auf wundersame Weise gelang es Sterzig noch mehr von dieser Substanz zu craften. Henno gelang es ebenfalls, jedoch auf eine andere Art. Alter. Bei ihm kam die Substanz nicht aus seinem Po, sondern aus seinem Pipi in einem langen braunen Faden. Boah, Henno. Junge! Aus Pipi, Alter. Henno, verdammt nochmal, wir haben es geschafft. Wir haben eine Krankenfarm. Krankenfarm, oder? Was für eine Krankenfarm? Hier steht Krankenfarm. Ja, dann ist das Autokorrektur, oder? Vermutlich, ja. Wir haben es einfach drauf. Weißt du was, Henno? Henno? Was denn? Sterzig? Ja, Kathleen? Ich liebe dich. Du hast wunderschöne Haare. Henno? Wirklich? Ich dachte nicht, dass du auch so empfindest. Ich liebe dich auch. Hennos und Sterzigs Lippen kamen sich langsam näher, bis sie sich schließlich berührten. Hä? Das kommt jetzt so aus dem Nichts? Gerade noch voller Scheiße. Ja, gerade haben wir beide aus dem Arsch und aus dem Schniedelwutz gekackt und auf einmal küssen wir uns. Ja. Yeah. Also da muss ich aber den Autor, ja gut, er liest erstmal weiter, liebe Kathleen. Ihre Lippen waren dabei leicht geöffnet. Sie steckten ihre Zunge jeweils in den anderen Mund und spielten miteinander. Ein unbekannter Spieler, der das Ganze beobachtet hatte, näherte sich ihnen. Als er in Reichweite stand, warf er zwei Brote gegen sie. Es bildeten sich Herzen über Henno und Sterzig und es spawnte ein unglaublich hässliches Kind, was jedoch wunderschöne Haare hatte. Ey, so kann ich nicht fahren. Sterzig, wo bist du? Ich musste mir kurz... Das war's? Ja, es ist Kapitel 1. Da steht aber, er macht irgendwann nochmal weiter. Okay. Ja, also gut, ich würde jetzt einmal zur Bewertung übergehen. Ja, fang du an. Also ich muss sagen, er hat erstmal, finde ich, uns sehr, also unsere Charaktere sehr gut getroffen, glaube ich, so in der Art und Weise, wie die miteinander interagiert haben und die Dialoge und so. Das war schon sehr zutreffend. Ja. Zumal wahrscheinlich die ersten zwei Absätze oder so auch sehr original die bisherige, ne, also wo ich auch meinte, das könnte jede beliebige Season gerade darstellen, so. Ja, ja. Das war schon sehr gut zusammengefasst. Da merkt man, das ist ein aktiver Zuschauer, der weiß, was hier abgeht, ne? Also wirklich ein Autor mit Fachkenntnis, könnte man sagen. So. Des Weiteren würde ich gerne mal wissen von euch, kann man den Tintenfische nicht, züchten? Weil wenn dem so ist, ne, dann finde ich, Kathleen, ist es auch mal zusätzlich wirklich auch ein interessanter Gedanke. Also, ne, weil wir züchten ja hier alles, was Beine hat. Und das, was man nicht züchten kann, dass man das so in die Story mit aufnimmt, finde ich cool. Finde ich cool. So. Oder, Kathleen? Ja, ja. Man kann sie tatsächlich auch nicht züchten. Genau, so, weiß ich natürlich. So. Und dann die ganze Bukake-Scheiße fand ich witzig. Pipi-Kaka-Humor. Also im wahrsten Sinne Scheiße. Ja. Pipi-Kaka-Humor, da bin ich für zu haben, bin ich ehrlich. Ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir, muss ich sagen. Ja. Finde ich einfach, holt mich ab. So. Der Bruch dann, dass Sterzig und ich uns näher kamen, den fand ich doch sehr abrupt. Plötzlich. Ja. Ja. War und sehr plötzlich. Das war sehr plötzlich. Vielleicht wollte das aber ja auch der Autor, weißt du, dass einen so kalt erwischt.
Aber ja, es war halt wirklich auch ein Überraschungsmoment so. Genau, also ich, damit habe ich auch nicht gerechnet. Gar nicht schlecht. Ich fand's auch nicht schlecht, vor allem Diamond! Ja! Intro! vor allem. Nee, wahrscheinlich nicht Intro. Wir nehmen irgendwas, wo wir gerade rum. Noch nicht abfahren. Ja, ja. Stimmt. Gut, dass du mich erinnerst. So, so auf jeden Fall vor allem richtig. Ja, Mann! was wollte ich sagen? Genau, das kam sehr abrupt, aber ich finde es sehr charmant, dass er dann auch wieder aufs Züchten eingegangen ist. Dass auch wirklich wir dann in der Minecraft-Welt, Minecraft-Welt, etwas zeugen. Das fand ich sehr sympathisch. Kreativ. So, Sterzig, was meinst du? Ja, Kathleen. Muss ich kurz stummstellen vielleicht? Ja, kann ich machen. Perfekt. Also. Ja, wieso? Bei mir ist sie richtig am Rauschen. Echt? Aber richtig dolle, ja. Ist auch egal. Okay. Die Fanfiction fand ich. Ich bin sehr gespannt aufs zweite Kapitel. Also es war ein guter Cliffhanger, sagen wir mal so. Genau, daraus kann ein guter. So ein Bestseller-Roman. So. Ne? Und wir kriegen jetzt ein Kind. Finde ich heftig. Finde ich auch heftig. Vor allem. Ich glaube. Ne, das ist ja auch. Also normalerweise müssen wir ja eins adoptieren. Genau. Aber in der Minecraft-Welt ist das halt möglich. Da gibt es ja quasi. Also, ne? Ja. Da braucht man nur Brot. Ja. Und so entdecke ich hier meine deshalb, Fackel. Ich bin immer für Geschichten zu haben, oder für vor allem so Kapitelgeschichten, ne? Ja. Die dann erst so eine Woche. So einen wöchentlichen oder so Rhythmus rauskommen. Oder so. Genau. Und das hat mich jetzt echt so gecatcht, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt mit unserer Scheiße noch anfangen. Vor allem auch, dass Farm. Wir die Ressource liefern, die man zum Züchten braucht. Das fand ich so, auch cool. Das ist gemacht. Eigentlich das absolute Profitgeschäft. Ja. Deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das eine geile Serie wird. Also ich würde da von 10 Punkten bin ich schon so jetzt, sagen wir 7. So, und je nachdem, wie jetzt die nächsten Folgen werden, kann es auch natürlich abwärts gehen, aufwärts gehen, ne? Ja, cool. Bin sehr glücklich damit. Freut mich. Ich markiere den Eingang. Gut, Kathleen, dann gerne nice. Die nächste. Dann mache ich direkt die nächste von dem lieben Chris Paul Fatius. Namens Chris. Ein neuer Freund. Ah, gut. Neuer Freund. Das ist vielversprechend. Das ist auch ein richtig schön klassischer Titel. Gefällt mir. Ja. Es begab sich zu einer Zeit an einem weit entfernten Ort. In diesem Land leben die Dorfbewohner friedlich und werden durch Golem beschützt, denn in der Nacht droht mehr als nur eine Gefahr. Zombies, Creeper und Skelette tauchen in der Dunkelheit auf und wollen die Lebenden erlegen, um deren Energie zu rauben. Denn ohne diese Energie können sie selbst nicht überleben. Ach, ist das so? Ja, ja, ja. Schon viele wollten diese Kreaturen aufhalten und begaben sich in den Nether, doch keiner kam wieder lebend zurück. Sie waren nicht vorbereitet auf das, was sie dort vorfanden. Aber nur im Nether besteht die Möglichkeit, den Kreaturen ein Ende zu setzen. Da die Dorfbewohner jedoch nicht weiter wussten, was sie tun sollten, erschufen sie die Golem, welche sie nun vor den dunklen Kreaturen beschützen. Golems. Plural. Golemsen. Ja, also, steht Golem. Kann ich? Ne, ich kann man ja da mal dann kommentieren. Mann, ich will die Story hören jetzt. Ja, sorry. Das Leben wurde wieder einfacher und der Drang, in den Nether zu gehen, verschwand. Doch zwei Abenteurer machten sich in letzter Zeit einen Namen, dass sie mit Creepern, Skeletten und sogar Endermen aufnehmen könnten. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, den Kreaturen ein Ende zu setzen. Hack Henno und Stech Sterzig sind auf der Suche nach dem richtigen Portal in den Nether und streifen von Dorf zu Dorf. Jedoch sind sie auch bekannt als die Behaarten. Kommt mit und erlebt die Abenteuer der beiden in Hart, aber Herzig. Das ist schon mal ein richtig epischer Anfang. Feier ich. Wann kommt denn nun endlich das Dorf, beschwert sich Henno. Hinter den Bergen befindet es sich, wiederholte Sterzig nun zum 8. Mal. Hey, guck mal, das ist eine Biene oder so. Kann man die abbauen? Schon zieht Henno sein Schwert. Ich weiß nicht, ich würde es nicht machen. Scheiße, typischer ihre Augen sind jetzt rot. Und Henno versucht, den Angriff der Biene auszuweichen. Warum hast du zugeschlagen? Entsetzt zückt Sterzig nun auch sein Schwert. Da kommen immer Alter, mehr. Wir haben schon ein Schwert. Schreit Henno und ist von mehreren Bienen umzingelt. Lass uns schnell hier weg und Wasser suchen. Sterzig rennt voran und Henno folgt ihm. Nicht weit und sie finden einen Fluss, in den sie hereinspringen. Eine Biene kommt hinterher, doch erreicht sie Henno nicht mehr. Er beobachtet, wie sie langsam an die Wasseroberfläche treibt. Sie schwimmen den Fluss abwärts, natürlich unter Wasser, damit die Bienen ihnen nicht mehr folgen können.
Logisch. Nächstes Mal wartest du, bevor du zuschlägst, beschwert sich Sterzig und schüttet Wasser aus seiner Kappe. Hörst du das? Enno ist mit seinen Gedanken wieder einmal ganz woanders. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Genervt folgt Sterzig ihm. Zombies, schreit Enno und geht direkt auf ihn zu. Jetzt wartet doch mal, doch Sterzig schreit umsonst. Er muss direkt hinterher, bevor Enno wieder irgendeine Dummheit macht. Hä? Hey Sterzig, sieh mal, da ist ein Hund, der ein Skelett auseinandernimmt, lacht Enno. Doch im selben Moment taucht hinter dem Hund ein Creeper auf. Hen überlegt nicht lange und rennt zum Hund. Der Creeper zischt schon und droht zu explodieren. Verwirrt dreht sich der Hund um und beißt dem Creeper in eines seiner Beine. Der Creeper fällt und Hen kann den Creeper besiegen. Geil. Kannst du mal eine Sekunde stillstehen und bleiben, damit wir besprechen können, wo wir als nächstes hingehen sollen? Erschöpft setzt sich Sterzig hin und zieht sich ein Lammkotelett rein. Ja, ein feiner Junge bist du. Henno teilt sein Kotelett mit dem Hund. Dank mir haben wir jetzt einen neuen Freund. Und wie willst du ihn nennen? Fragt Sterzig leicht genervt. Falco, antwortet Henno und der Hund bellt dazu, als ob ihm der Name gefallen würde. Na, immer einen schönen Namen kannst du vergeben, zieht Sterzig ihn auf. Wer führt uns denn hier durch die Pampas und weiß nicht, wo lang, beschwert sich Henno. Ich sag doch über die Berge. Ja, dann lass uns doch darüber gehen. Ja, ja. Du machst mich fertig, lacht Sterzig müde. Ja, sollen wir jetzt gehen, fragt Henno. Ja, es wird gleich dunkel, schreit Sterzig und beginnt wieder Richtung Berge zu laufen. Die Sonne geht schon unter, als Sterzig eine Turmspitze erkennen kann. Da vorne ist ein Dorf und Sterzig zeigt in eine Richtung. Ja, dann lass uns schnell hier hingehen. Als sie das Dorf erreichen, ist es schon Nacht. Lass uns schnell schlafen gehen und morgen nachsehen, was wir im Dorf hier alles finden, schlägt Sterzig vor und geht in ein Haus. Komm her, hier sind zwei Betten, ruft er Henno zu. Bin da. Hier hast du noch was zu essen, Falco. Lass es dir schmecken. Und Henno krault Falco hinter den Ohren. Oh. So, raus hier. Wir wollen schlafen, schmeißt Sterzig. Richer Roman. Weißt du? Ein der Bewohner aus dem Bett. Viel Detail. Hey, was fällt euch ein? Beschwert er sich. Raus, brüllt Henno und legt sich ebenfalls ins Bett. Und er hört hier einfach hinzukommen und uns aus den Betten zu schmeißen, beschweren sich die beiden Bewohner und knallen die Tür hinter sich zu. Ruhe, rufen Sterzig und Henno gleichzeitig, damit sie endlich ein Auge zumachen können. So schlafen unsere beiden Abenteurer. Sie haben endlich ein Dorf gefunden, in dem sie sich umsehen und ihre Vorräte auffüllen können. Zudem haben sie nun auch einen Weggefährten bei sich, Falco. Wenn ihr also wissen wollt, was unsere Helden noch alles erleben werden, bleibt dran und seid gespannt, was die Behaarten noch alles anstellen werden. Hier bei Hart aber Herzig mit Henno und Sterzig. Okay, das war ja entspannt. Also ohne kann man auch mal machen, ohne Fiki und... Ja. So. Sterzig, wo bist denn du? Du, ich habe jetzt schon ein bisschen den Gang weitergemacht, dass wir hier noch ein bisschen mehr Grundlage haben für ein bisschen Mining. Weil da kommen die Spinnen rechts und links doch rein, oder nicht? Na gut, Kathleen. Nee. Gerne die nächste. Achso, vielleicht kommen wir erstmal zur Bewertung. Genau, Bewertung. Also, ich muss sagen, der Stil war hier deutlich umschreibender. Ja. Da gab es mehr, da wurde mehr auf Details eingegangen, fand ich. Definitiv. Und ich meine, am Ende des Tages hat das dann natürlich gedauert, ehe es mal zur Sache ging, so. Beziehungsweise war ja eher so eine Art Einleitung, ne? Es war wirklich so ein Intro für was noch kommen könnte. Genau, so ein. Ja, hatte echt was von einem Roman, so, weißt du? Aber es war sehr, sehr gut geschrieben. Also man hat gemerkt, egal wer da am Werk war, der. Der macht das nicht das erste Mal. Ja, war gut. So. Ja. Allerdings muss ich sagen, war es natürlich dann jetzt am Ende ein bisschen ernüchternd. Ich finde, es hätte zumindest so einen kleinen Cliffhanger oder so geben müssen. Ja. Dass wir da die Unterhose vom Dorfbewohner fällt runter und so. Und das wäre, also, ist ja auch egal. Gut, wie dem auch sei. So, das denke ich mir halt. Ja. Gut. Ich fand's gut geschrieben. Sterzig, können wir das hier zumachen? Was denn? Ja, hier, das macht mich nervös. Achso, ja, das kannst du gerne zumachen. Ich habe jetzt da nur das so gebaut, damit jetzt kein Creeper oder so reinkommt. Okay, ja. Was wolltest du sagen? Ich übernehme. Ich wollte nur sagen, ich fand die Geschichte jetzt, war eine gute Einleitung, hab mir aber tatsächlich schon mal ein bisschen mehr Action gewünscht. So. Ja. Wenn wir jetzt hier also Einleitungen sind immer schön und gut, aber wäre jetzt noch so ein erstes Kapitel hinten dran gewesen, dann wäre es richtig rund gewesen. Ja, das denke ich. So. Gut, Kathleen, gerne die nächste. Ja, die wird jetzt ein bisschen länger. Und die wird aber, glaube ich, sehr gut. Das ist, also zumindest wirkt so. Ich habe keine Ahnung.
Das ist vom lieben Lorenzo. Oh, Lorenzo. Hart, aber herzig, Dorf der Liebe heißt das. Das klingt richtig vielversprechend. Das klingt vielversprechend. Denke ich, da dachte ich mir nämlich auch. Deswegen, genau, ja. Ja. Wie lange, Henno? Wie lange müssen wir uns noch durch die Natur quälen? Klang Sterzig. Seine verzweifelten Rufe schallen durch das kahle Gebirge. Oh. Auch ohne den eisigen Schneesturm, der wie ein Gewitter plötzlich aufzog, ist die Gegend alles andere als lebensfreundlich. Der frostige Wind peitscht den beiden Abenteurern ins Gesicht. Zittert und von allem verlassen schnauzt Henno seinen Weggefährten an, den er einst in einer vollen Taverne traf und sich mit ihm ordentlich einen reingeschippert hat. Aller. Mann Sterzig, hättest du mal nicht andauernd diesen scheiß Bambus wie ein Begaster gesammelt, hätten wir noch genug Platz für die Ofenkartoffeln gehabt. Heißt das nicht Papyrus? Schreit Sterzig, der immer mehr zurückfällt. Was ist denn ein Begaster? Das habe ich auch noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Okay. Kathleen, du? Jemand, der Gas gibt und richtig High Energy und. Naja, ist auch egal. Gas? Ach so, ja. Also voller Elan oder wie? Ja. Okay, nicht, dass man das falsch versteht. Okay, gerne fortfahren. Ey, Sterzig, das heißt Rohrzuckermann. Liest du etwa keine Bücher? Hennos sonst halbwegs gute Laune schwindet von Schritt zu Schritt durch den dichten Schnee. Auch Sterzig verliert langsam seine sonst so ausgeprägte Höflichkeit. Darum habe ich doch so. Schilf geerntet, damit wir später Bücher haben, Mann. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, stampfen sich beide weiterhin durch das weiße Meer. Doch plötzlich bleibt Henno stehen und blickt über eine Klippe. Sterzig! Komm mal ran hier, Junge, ruft Henno mit aufgeregter Stimme. Daraufhin rennt Sterzig geschwind, wie wenn Falco sein Futter bekommt. Oh. Von hinten lehnt sich der hochgewachsene, bärtige Mann an seinen schlanken Freund an. Er reißt die Augen auf und spürt dasselbe Gefühl von Glück wie Henno. Wir haben es geschafft, flüstert Sterzig sanft in das Ohr von Henno und umklammert seinen Bauch von hinten mit seinen muskulösen Armen. Die zerrende Kälte und die erschöpften Knochen sind wie weggeblasen. Sie schauen auf ein Tal herab, voller bewachsener Wiesen und farbenfrohen Blumen. Einige sanfte Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die Wolken und verdrängen die Schatten des Sturmes. Deutlich ist nun zu erkennen, wonach die beiden gesucht haben. Strukturen eines Turmes aus Oak, Wood, Blanks und Cobblestones erscheinen aus der Dunkelheit. Einfache Häuser in verschiedenen Formen aus demselben Material stehen um den Turm, der ein zentrales Gebäude darstellt, herum. Auch beackerte Felder umgeben die Siedlung. Wie die Sterne am Nachthimmel sind vereinzelt warme Lichter zu sehen, die jedoch nach und nach erlöschen. Wärme. Dieses Empfinden breitet sich in den Körpern der beiden aus. Tut mir leid, dass ich dich wegen des Rohrzuckers so angegangen bin, Bubu. Entschuldigt sich Henno, geplagt von Schuldgefühlen. Bubu. Vorsicht dreht Henno seinen Kopf zur Seite und schaut gerührt zu seinem schwarzhaarigen Freund mit den kastanienbraunen Augen, die einen Hauch von Grün zusätzlich besitzen. Sterzig lächelt auf und legt seinen Kopf mit dem Kinn auf die rechte Schulter seines Freundes. Ach, ist doch schon vergessen. Beim nächsten Mal sammle ich nicht so viel Schilf. Die Antwort von Sterzig zaubert Henno ein breites Grinsen ins Gesicht. Das Strahlen wird jedoch noch größer, als Henno auf seiner Wange die Lippen von Sterzig fühlt. Was glaubst du, wie die Villager sein werden? Fragt Sterzig neugierig. Sein Freund mit dem spitzen Kinn denkt kurz nach. Keine Ahnung, Mann. Wir sind einfach so wie immer, verstehst du? Einfach hier und da ein Bierchen und sich nicht so viel anmeckern lassen. Hauptsache, wir kloppen uns nicht mit dem Golem. Sterzig nickt zustimmend. Danach lösen sich beide von der festen Umarmung und suchen einen Weg ins Tal. Schnell ist ein idealer Weg gefunden worden. Henno zieht einen Wassereimer aus der Tasche und schüttelt ihn aus, damit sie rasch unten sein können. Voller Vorfreude sprinten die beiden Männer los. Ihre Blicke sind nur noch auf das Dorf gerichtet. Je näher sie der Siedlung kommen, umso beachtlicher werden die Bauwerke. Sie bemerken noch nicht einmal den Übergang vom beschneiten Boden zu einem festen und bewachsenen Untergrund. Die Gräser scheuern an ihren Eisenhosen und Stiefeln. Das wird viele grüne Flecke geben. Auch die Luft verändert sich schlagartig. Vor wenigen Minuten war sie noch kaltherzig und jetzt ist sie voller Leben. So viel Leben, wie man sich auf einer Wiese nur vorstellen kann. Kühe, Pferde und Schweine laufen frei zwischen den Sonnenblumen, Orchideen und Rosen umher. In all diesem Ich muss sagen, kurz bis hierhin, ist ja mega gut. Ja. Es ist ja mega gut. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Das ist genau, ja. Du sagst es. Das Beste kommt schon. Also die anderen waren auch cool, so, aber hier wird gerade abgeräumt, wenn ihr versteht, wie ich meine. Ja, ja, ja.
In all diesen Geschellen nimmt Hanno plötzlich einen unerklärlichen Laut wahr. Hä? Ich habe gerade ein ganz merkwürdiges Geräusch gehört, wundert sich der junge Mann und schaut sich um. Sterzig macht es seinem Freund nach und entdeckt sofort die Quelle des fraglichen Schluckens. Eine Biene! Was? Fragt Hanno. Das ist eine Biene! Hier! Wiederholt sich Sterzig und deutet auf ein gigantisches, gelbbraun gestreiftes Insekt. Völlig überrascht zieht Hanno erst sein Steinschwert und betrachtet die Biene genauer. Warum immer die Biene? Ja, war das irgendwie in der Folge ein Ding, dass wir eine Biene gefunden haben oder so? Nee, ist ja auch egal. Lol, was sind das für ein Fettklotz? Und was machen wir jetzt? Was bringt die? Kurz lacht Hanno mit seinem typischen hellen Ton auf und fügt hinzu. Ich habe keinen Plan. Typischen kennt hellen sich Ton. Nur oberflächlich aus mit dieser Art. Also ich weiß nur, dass Trimax mal eine Honigfarm hatte, aber ich weiß nicht, was Honig bringt, antwortet er. Die Augen von Hanno weiten sich. Er dachte, sein Freund und Begleiter kennt sich viel mehr mit der Materie aus. Du hast auch keinen Plan von der Biene? Fragt er mit einem leicht gekränkten Unterton. Nee, wirklich nicht. Nee, also ich kaum wollte Sterzig weiterreden, wird er von Hanno hart unterbrochen. Ey, du spielst dich hier immer auf und dann sowas. Das ist einfach enttäuschend. Ich weiß wenigstens die Basics, also versucht Sterzig sich zu rechtfertigen. Kurz ist es still und sie schauen weiterhin den fliegenden Insekten hinterher, wie es von Blüte zu Blüte fliegt. Ey, lass die killen, oder? Bricht Hanno die Stille und hält sein Steinschwert fest in der Hand. Ich weiß nicht, was, nuschelt Sterzig unverständlich. Ja, nee, lieber nicht, flüstert Hanno. Fügt nach einer Sekunde jedoch hinzu. Okay, scheiß drauf. Während er das sagt, schwingt Sterzig schon sein Eisenschwert und zerlegt die Biene mit zwei Schlägen. Hanno fällt dabei nur auf, dass die Augen des Insektes wie Feuer anfingen aufzuglühen. Die Biene liegt nun zerhackt vor den Füßen der beiden Abenteurer. Sie haben es jedoch übersehen, dass sie nicht alleine war. Ein lautes Summen ertönt hinter den beiden. Oh, ich glaube, ich weiß schon, wohin das führt. Und sehen einen Schwarm voller rotglühender Augen. Mann. Ich weiß, wohin das führt. Scheiße, aller weg hier, schreit Hanno, nimmt seinen Freund an die Hand und rennt mit ihm schneller als Henrik zum Klo, wenn es zum Mittag asiatisch gab. Das Brummen begleitet von heftigen Flügelschlägen verfolgt sie direkt und scheint immer näher zu kommen, wie das Dorf vor ihrer Nasen. Vor ihren Nasen. Da kann es bestimmt jemand helfen, keucht Sterzig. Als hätte er es geahnt, erscheint vor ihm plötzlich ein eisener Golem gut 2 Meter hoch. Oh. Er streckt seine langen Arme aus und schießt den gesamten Schwarm kilometerweit davon. Schweißgebadet stehen die beiden Abenteurer mitten im Dorf. Sie drehen sich zu dem gigantischen Golem. Er wankt etwas und läuft gemütlich in der Siedlung herum. Hä? Macht es plötzlich hinter den beiden Abenteurern? Erschrocken drehen sie sich um und sehen einen braun gefärbten Mann mit grünen Augen. Ein langgezogener Schädel sitzt zwischen den beiden Schultern. Er trägt einen Strohhut und seine Arme sind in den Ärmeln verschwunden. Doch das auffälligste Merkmal ist seine enorm große Nase, die wie bei Thaddäus herunterhängt. So nämlich. Wiederholt der Villager. Enno und Sterzig trauen ihren Augen nicht. Bisher haben sie nur Geschichten über dieses seltsame Volk gehört. Die Sprache besteht aus einem einzigen Geräusch und dennoch funktioniert das Zusammenleben reibungslos. Es dauert nicht mal eine Stunde. Vor allem, wenn man dafür gesorgt hat. So nämlich. Es dauert nicht mal eine Stunde und die beiden Gefährten kennen bereits das gesamte Dorf. Die Bewohner leben friedlich und ohne Sorgen. Mit offenem Arm empfangen sie Hanno und Sterzig. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie hier endlich das Paar sein können, das sie schon immer sein wollten. Keine vorwurfsvollen Blicke von Tamina oder die Eifersucht von Kalle. Jeder akzeptiert sie hier, so wie sie sind. An einem Abend, als die Weizenernte eingefahren wurde, zeigt Hanno den Villagern, was man mit dem geernteten Getreide alles machen kann. Er nahm 3 Bündel Weizen, ging zu einer Workbench und verarbeitete sie zu einem Brot. Dieses Jahr war die Ernte sehr ergiebig und darum konnte Hanno unzählige Brote herstellen. Immer wieder ging er zum Schlafhaus, welches die beiden liebevoll für die Einwohner errichtet haben, und warf Brot den Villagern zu. Wie die Piranhas stürzten sie sich auf das Gebäck. Als alle gesättigt waren, engten sie sich zum Schlafen in die Betten. Auch für Hanno und Sterzig war es Zeit, den Matratzenhorchdienst anzutreten. Den was? Matratzenhorchdienst. Sterzig jedoch hatte was anderes vor. Hanno lag schon im Bett und suchte im Rezeptbuch danach, wie man Betten für die Bewohner bauen könnte. Ey, wenn ich hier B eingebe, dann finde ich Betten, aber gebe ich Bett ein, fällt es mir nichts an, schimpfte er und verzweifelte fast schon. Doch Sterzig weiß, was er zu tun hatte, um seinem Freund wieder lächeln zu sehen. Geile Haare, aller, grinste Sterzig
biss ich leicht auf die Unterlippe. Du auch, Mann, erwiderte Hen und schauert seinen Freund lüstern zu. Ohne zu zögern, holt Sterzig sein Diamantschwert raus. Oh ja, mein Süßer, dieses schöne Schwert habe ich lange nicht gesehen. Ich darf es doch sicher mal halten, grinste Henno wie ein kleines Schulmädchen. Machte es im Hintergrund, während sich Sterzig zu Henno legte, mit seinem Diamantschwert mit Schärfe 5. Endlich haben es die beiden geschafft, einen Ort zu finden, wo sie keiner stört. Hier können sie so leben, wie sie sich es schon immer vorgestellt haben. Als kleine Kinder schon merkten sie, da wird nur mehr als Freundschaft sein. Doch ihr Abenteuer hat gerade erst angefangen. Puh, das war knapp. Das war wirklich Das war knapp, Junge. Ey, die Cutter haben gar nicht so viel Arbeit. Nee, das geht. Hammer. Ja, fang du gerne an. Okay, also ich finde, das ist der Hammer. Weil, das war wirklich der Hammer. Was ich schon bei der letzten meinte, war hier noch viel mehr der Fall. So dieses auch mal ein bisschen umschreibende und so, er lächelt wie ein Schulmädchen oder genau. So, er beißt sich lüstern auf die Lippen. Diese Details, die finde ich, sind dann S-Tier. So, man, das hätte, wäre das ein anderes Thema oder so, hätte das auch Harry Potter sein können. Weißt du, wie ich meine? So die Art und Weise, wie dort, ich bin ja kein Experte, aber es fühlte sich sehr geübt an. Ich meine, als Hörer hat man sich jetzt richtig. Ich konnte mich richtig schön, reinfühlen. Genau, so ein Bild im Kopf. Deswegen war es auch so ein bisschen. Also vor allem, also der weirdeste Teil war ja tatsächlich der Anfang mit der Umarmung, fand ich. Ja, diese. Das war das Krasseste, so diese Andeutung, aber nicht explizit benennende. Ja. Das war crazy. Also ich fand, das war schon eine 10. Ich muss ja übrigens auch an der Stelle sagen, ne? Also nur, ich glaube, ist klar, aber nicht, dass jemand das hier in den falschen Hals kriegt. Ich habe natürlich überhaupt nichts gegen Schwule oder also wir sind hier nicht homophob oder so. Ja, auch großer Befürworter von Homo-Ehe und so weiter. Alles entspannt. Nur die Vorstellung zwischen uns beiden. Ja, ich stelle mir dann halt vor, dass Sterzig und ich halt so, ich bin halt hetero. So ich das, auch. Das ist dann Und die Vorstellung, die macht's, also die ist halt dann schon gar nicht mal so geil. Gut, aber das war eine absolute S-Tier. Also das war Hammer. Nice. Das Grinden ging rum wie nix. Ja, aber wirklich. Also da Kathleen. Gerne, wie hieß nochmal der Autor? Oder die Autorin? Lorenzo. Shoutout. Also, aber auch an alle, ne? Also allein. Genau. So, gerne nächste. Gerne nächste. Nee, wir sind tatsächlich durch. Das war's tatsächlich. Ach so. Gut. Genau, ich würde euch jetzt dann einfach... vielen Dank, Kathleen. Genau, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Seid fleißig. Ganz viel Erfolg noch beim Grinden. Mhm. Danke. Und ich freue mich auf die Folge. Ich bin gespannt. Kathleen. Ja, sehr gern. Dann bis dann, ne? Tschüssi. Ciao. Hau rein. Gehen wir nach oben? Wir gehen nach oben. User disconnected from your channel. Wartest du kurz noch? Ja, ich warte an der Treppe. Okay, perfekt. Was hast du gefunden bis jetzt? Also, Lapis Lazuli hat das eine Dia-Vorkommen und ordentlich Eisen. Nice. Aber du strip-mines gar nicht nur, ne? Du. Also, ich habe jetzt halt den Progress nach vorne gemacht. Du verfolgst dann auch die. Ich sehe andauernd überall Obsidian und ganz viele Fackeln auf dem Boden. Das ist zu risky. Ich glaube, wir müssen da dann einfach dodgen und strip-minen. Ja, ich habe ja, das Ding ist, wenn wir jetzt durch die Höhlen, habe ich ja versucht, ein bisschen dicht zu machen, wenn wir da jetzt halt in eine Richtung, deshalb, das habe ich nebenbei gemacht. Okay. Geh du vor. Mhm. Aber die Geschichten waren gut. Die waren schön, ja. Mann, ey, wie ich mir auf die Unterlippe gebissen habe. Achtung, Creeper! Ja, stell durch. Perfekt, schönes Ding. Cool, okay. Alter, hätte der uns jetzt umgebracht, ich wäre ausgerastet. Das wäre peinlich. Ein Zombie. Aber dass der da überhaupt spawnen kann. Ja, aber wirklich, ey. Aber guck mal, da unten sind schon wieder zwei Zombies. Wir müssen nächstes Mal dann auf jeden Fall besser ausleuchten. Ja, wir haben jetzt hier, glaube ich, nur die Fackeln. Sind die Fackeln, warte, haben Dörfer von sich aus Fackeln? Ein paar, immer an den Häusern. Aber mal, wir können mal das ganze Dorf tatsächlich ausleuchten. Ja. Ein paar haben auch vorgeschlagen, dass wir eine komplette Mauer ziehen irgendwie. Ja.
aber eine ganze Mauer, das wäre jetzt auch nicht wirklich Ziel. Das würde halt auch irgendwie ein, zwei Folgen wieder halt dauern. Ich glaube, wenn wir einfach ausleuchten vielleicht und halt rechtzeitig schlafen gehen, wenn es halt dunkel wird, dann passt es, glaube ich, schon. Ja. Kann man eigentlich auch unterhalb der Erde so die Uhr checken oder so? Es gibt ja einen Kompass, aber eine Uhr nicht, ne? Eine Uhr gibt es. Du kannst einen Kompass machen und dann, glaube ich, mit Goldbarren umkreisen. Und dann hast du tatsächlich eine Uhr. Da wird dann halt Tageszeit nur angezeigt, also Tag oder Nacht. Mhm. Aber das würde ja dann schon kann man immer gucken, dass man halt nicht in der Nacht hochgeht, dann passiert ja was wie eben nicht. Und ich glaube, tatsächlich wird die Zeit sogar unten in der Leiste angezeigt. Also dann ist dann, das wird dann aktualisiert quasi. Achso, nee, wenn man auf die Uhr guckt. Einfach wenn du es unten in der Leiste hast, dann reicht das schon. Weißt du, ich meine? Ja. Also, ja. Vielleicht für nächstes Mal. Wird dann quasi angezeigt. Früher in der Alpha konnte man, glaube ich, nur... Ich glaube nur 64 Blöcke hoch oder so, oder... Okay. Ah, 256... Siehst du unten die Anzeige? 256, okay. Wollen wir? Klar. So. Nochmal rausgehen, oder? Mhm. Ist es das, was ihr wollt? Hm? War das jetzt cool? Auch das Gefühl. Nee, komm, lass mich mal kurz. Na gut. Wir geben uns hier von Folge zu Folge richtig Mühe. Ja, wir malen uns komplett zum Affen. Ja. Danke. Ja, ich sag's. Also ich schütt hier, danke. Ich schütt hier Red Bull über mich drüber. Ich muss heute Abend wieder duschen. Ich versau mir die Haare. Die Friseure haben seit dem 1. März auf, aber gehe ich hin? Nein. Damit das hier irgendwie mehr ist, als einfach nur Minecraft zocken. Ja? Erwähnen die Kosten. So, allein, wir haben uns T-Shirts gekauft. Hat nie einer was zugesagt. Wir haben uns Tassen gekauft. Wisst ihr, wie viele verschiedene Minecraft-Tassen wir schon haben? Ich ziehe so eine dumme Cap an. Diese Brillen, tut auch weh an den Ohren. Haben wir sogar erwähnt. So, dann sitze ich hier mal in einer Diamond-Rüstung. Ja? Und auch die ganzen Red Bull-Sachen. Für diese Folge habe ich. Wir suchen auch immer den nächsten Step. Jetzt wollen wir uns hier mit Chips vollfressen. Ja. So. Wisst ihr überhaupt, was das kostet? Die gedankliche Energie auch. Wir brainstormen. Nee, lass mich jetzt mal kurz. Wir brainstormen, sitzen da nebenan, ja? Machen uns hier richtig Gedanken. Und dann darf man ja wohl mal mindestens 4 Fanfictions erwarten. Oder nicht? Oder mal, dass man drauf eingeht. Hey, ja. Echt, die Intro ist immer mega lustig. Krass, wie viel Mühe ihr euch gebt. All das, nie, immer nur, das heißt nicht Rohrstange. Du musst jetzt, also du kannst auch, also vielleicht ein bisschen ruhiger. Für nein! Ey, Sterzig, du siehst es doch genauso! Ja, ja. Sag du doch mal. Komm, sag doch mal, wie du dich fühlst. Das ist doch hier kein Gegeneinander. Ab heute vielleicht. Also, ich hab mittlerweile Angst, in die Kommentare zu gucken. Ja, erzähl über die letzte Folge bei dir. Erzähl, wie es dir dabei ging. Wir sind nämlich auch nur Menschen. Ich reiß mir hier den Arsch auf. Jedes Mal, zusammen mit Max. Ja. Wir setzen uns hier hin, machen einen Instagram-Livestream, wo wir die Haare färben. Und nicht eine Person in den Kommentaren kommentiert irgendwas von wegen, ich find's krass, wie viel ihr da rein investiert, auch wie viel Gedanken ihr euch macht. Wir machen uns ja auch die Haare damit kaputt. Wir machen uns, wisst ihr, wie schädlich das ist? Die Dosen sind nach dem zweiten Mal schon leer. Ich hab und das wisst ihr, was das für uns heißt? Lass mich mal reden. Ja, sorry. Jetzt lass mich mal reden. Und wisst ihr, was das heißt? Wir sagen jetzt, Kathleen, wir brauchen neue. Ja, es sind wieder 6 Euro pro Dose. So, und Kathleen bestellt wieder, mit teurem Geld. Und jetzt überlegen wir uns schon die nächsten Sachen. Wie können wir es noch ein bisschen cooler machen? Ja, wem es auch nicht aufgefallen ist, von Folge zu Folge steigern wir das ja auch. So. Erst saßen wofür? Wir nur. So, genau! Erst saßen wir nur in T-Shirts, ja? Dann kam die Cap. Dann kam der Becher. Keinen juckt's! Wir uploaden und gucken begeistert in die Kommentare. Irgendwann kam die Brille. Ja, freuen uns auf den Upload. Gibt es da ein, also mal
mehr als einen Kommentar, der sagt, cool. Wir setzen uns stattdessen mindestens eine Viertelstunde vorher, vor der Aufnahme, setzen wir uns hin. Jeder Kommentar wird gelesen. Wirklich. Und dann wiederholen sich Kommentare teilweise mit 400 Upvotes. Ja. Obwohl wir das schon seit Staffel 2 können. Ja, und auch machen. Ja. Oh, der Enderman ist 3 Blöcke hoch. Den baut könnt ihr killen, hoch, indem ihr euch hochbaut. Oder unter einem Überstand. Mann, das weiß ich! 400 Leute denken, oh, geiler Kommentar. Wisst ihr, irgendwann reicht's auch mal. Wir setzen uns hier hin und machen das für euch. Ja, und wir machen uns auch extra Gedanken. Für euch. Häng immer noch das für euch hin. Für euch. Schneiden wir. Und wir müssen nicht Hardcore spielen. Wir müssen uns wir nicht verkleiden. Wir können hier so. Ich kann auch die Cap ausziehen. Hier. Oh. So, wir, jetzt ja, hier ja, weg. Ich mach das die jetzt Brille auch. So, scheiß drauf. Scheiß drauf. So, dann sitzen wir hier. So, herzlich willkommen zu Minecraft Hardcore. So muss ich übrigens nach Hause gehen. Ich fahre nicht mit dem Auto, weil ich denke an euren Planeten. Das ist auch eurer. Ich wollte heute mein Bart rot färben für euch. War die hab Dose alle? Weil die Dose alle haben war. Haben wir uns wieder Schuldgefühle eingesprochen, Sterzi? Kommen du wir wieder zum Punkt Kosten. Ja. Dann müssen wir wieder neu bestellen. Und es fällt keinem auf. Kein juckt. So, und im dann wird, schreibt ihr dann jetzt eure muss ich auch mal eine Lanze für Sterzi brechen. Danke. Letzte Folge. Er bemüht sich da wirklich 20 Minuten, eure Tipps umzusetzen mit den unterschiedlichen. Jetzt fehlt mir wieder das Wort, da machen sich wieder alle über lustig, aber diese Workbenches der einzelnen Dorfbewohner, ja, der setzt die in die Wand, mein Gott, aber auf unserem Privatserver hat das funktioniert! Eben. So, wieso soll das denn auf einmal nicht mehr funktionieren? Und anstatt, dann wird sich über den lustig gemacht. Und dann auch das ewige Thema des Rohrzuckers, Papyrus, Schilf, ey, dass ihr einfach nicht mal eingestehen könnt, dass ihr falsch liegt. Und deshalb gucke ich auch einfach nicht mehr in die Kommentare. Ich gucke rein und dann heißt es, Sterzig macht das falsch. Ja. Sterzig macht das falsch. Und dann wollen wir einmal, weil wir uns denken, ey, nur hier jetzt Stripmine ist doch mega langweilig zum Zuschauen. Dann wollen wir einmal, dass hier ein Miteinander geschieht. Ja? Dass ihr euch integriert. Ja? Auch Intros gibt's ja keine mehr. Die gehen mir aus jetzt langsam. Und dann kann man ja wohl mal so ein DIN A4 Fanfiction. Ihr seid doch alle, wir haben Lockdown, Pandemie. Da kann man doch mal abends vorm Schlafen gehen eine scheiß Fanfiction schreiben. Weißt du was, Max? Ich hab das Gefühl, die haben einfach alle keinen Bock mehr. Ja, wirklich. Also jetzt auch mal Appell an euch. Wir durchleben gerade alle schwierige Zeiten. Guckt, was es aus mir gemacht hat. Ja. Ich leide auch. Das ist hier immer so, oh, Spaß und gute Laune. Aber das zehrt auch an mir. Und trotzdem wollen wir in dieser schweren Zeit. Wisst ihr was? Ich hab Urlaub! Letzte Woche hatte ich Urlaub. Resturlaub, weil wir letztes Jahr keinen genommen haben. Beschweren wir uns? Nein. Nein. Wir kommen trotzdem rein und produzieren vor. So, hast du noch was zu sagen? Ich würde nicht mehr reden heute. Bin fertig für heute. Ja. Ich überlege, das Ganze abzubrechen, aber da müssen wir mal gucken. Genau, also ja. Das hat sich alles angestaut, Freunde. Es hat sich über die letzten Folgen hat sich das angestaut. Ja. Aber das hat jetzt den Vogel abgeschossen. Wirklich, also die Kathleen hat sich ja auch Zeit genommen. Das ist ja Arbeitszeit. Die ist nicht mehr. Das ist wertvolle Zeit. Das ist die Managerin von Hand of Blood. Eben. Wisst ihr, was da an Zeit pro Stunde die Kosten intern? Voila! Damit die euch eine Geschichte vorliest. Und die gibt's nicht mal mehr als 3! Gut, einer hat nur per DM auf Insta wohl, aber das haben wir nicht mehr gefunden, ging unter. Mann, wir sagen jede Folge Hashtag herzig auf Twitter. Und dann checken mir das Leute per E-Mail oder so. Weißt du, wozu Instagram die das nutzen? Hashtag herzig, um Memes zu machen, wie scheiße wir in Minecraft sind. Das sehe ich vielen da. Dank.
Ich färbe mir die Haare super gerne jede Folge, damit es niemand bemerkt ja. und es keinen juckt. Oh. Stattdessen lese ich in den Kommentaren, ich ernähre mich gerne. Ich cringe, wie Jetzig das Lesepult versucht abzubauen. Oh, ich bin so triggert. 10% durch Papyrus, 20% weil die. Informiert euch wenigstens. Keine Leiter baut, 30% weil er nicht weiß, dass die Bewohner da. Ach komm, hör auf. Ja, ist jetzt, glaube ich, egal. Ist jetzt einfach, glaube ich. Ich will mich jetzt auch nicht mehr aufregen. Beruhig dich, beruhig dich. Wir müssen noch eine Folge aufnehmen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, aber. Nö. Ja, dann lass. Weißt du was? Ich bin auch. Es gibt jetzt erstmal. Drei Tage Pause. Bin ich fein. Oder zweieinhalb? Bin ich fein. Und dann setzen wir uns nochmal hin und gucken. So. Ja, und ihr denkt mal drüber nach. Ihr denkt mal drüber nach und ich bin. Ihr denkt mal drüber nach. So. Und jetzt vielleicht machen wir nächste Folge mal ohne. Genau, achtet. So, wir zocken jetzt Minecraft Hacker und dann reden wir einfach null. Nur das Nötigste. Wir können auch einfach nicht mehr reden. Viel Spaß. Viel Spaß. Wenn ihr das wollt, dann machen wir einen Speedrun. Aber einen richtigen, Digga. Dann machen wir 2 Wochen Bootcamp, machen einen Speedrun und sagen dabei nichts. Ey. So. Wenn's das ist. So, und jetzt bin ich mal gespannt auf die Kommentare. Oh, jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare. Ob da beim einen oder anderen mal, wie sagt man, Stetzig? Das Licht aufgegangen ist, geknipst gemacht hat. Ja. Wie auch immer. Und mal hinterfragt wird, was man da so reintippt. Opfer! Entschuldigung. Sind die oder bringen wir? Was? Wir bringen Opfer. Und die sind manchmal. Ja, dann können die uns verklagen. Wir dürfen jetzt nicht zu krass werden. Ja, dann, wir haben Opfer gebracht. Ständig. Guck mich an. Ich hatte richtig Bock, heute zu zocken, Max. Richtig Bock heute. Gestern habe ich mich, wisst ihr was, am Wochenende. Ich habe 4 Stunden erzähl dieses das Video vom Wochenende. Gerendert. Ich hab zu Hause an einem PC. Es ging nicht. Ging nicht. Es ist abgestürzt. Ich bin hier ins Büro gefahren. Am Wochenende, da Sonntag. Kann man auch nichts für. Das ist halt das manchmal so. Das ist eigentlich so. Mein Wellness-Tag. Max, sag's ihnen. Genau, mit dem Dings da, dem Sprudelbecken auf dem Balkon. Oh. Wie heißt das? Whirlpool. Jacuzzi, Digga. Nee, wie heißt das? Jacuzzi. Da das macht Sterzig dann gern mit dem. So, jeden Sonntag. Könnt ihr jeden fragen. Martini. So. Hat er sich auch verdient? Dann komme ich hier Sonntag her, um das. 4 Stunden rendert das. Dann kommt's online und dann lese ich solche Kommentare. Ja, das tut. Bau das Ding mit einer Axt ab und. Wofür machen wir das denn? Wofür? So, ja, er hat vielleicht die Sachen mit der Hand abgebaut. Aber da stelle ich mir doch auch die Frage, ist es jetzt sinnvoller, extra Bäume fällen zu gehen, eine Axt zu craften, wiederzukommen? Wie viel Zeit hätte ich effektiv gespart? Vielleicht 3 Sekunden? Hat das wer mal ausgerechnet? So, niemand kommt hier mit Fakten um die Ecke, es wird immer nur mit irgendwelchen. Das ist halt auch keine argumentative Grundlage. Einfach nur, ich bin so triggert, wie er mit der Faust das abbaut. Ja, dann sei triggert, ganz ehrlich. Ich bin triggert von deinem Kommentar. So, und einfach nehme ich cringe. Das auch zurecht. Danke, danke. Wir sind ein bisschen, wir sind nicht mehr. So, warte. Ja, was? Wir stoßen jetzt mal an. Wir haben nichts falsch. Wir sind einfach die geilsten. Prost. Aber keiner sieht's. Die wenigsten. Ich bin froh, dass es jetzt mal draußen ist. Ich bin echt froh, dass es jetzt mal draußen ist. Ja, das muss auch irgendwann, denke ich. Also, ihr könnt mir da noch mal schreiben. Ja. Und dann klären wir das noch mal. Ja. Ich denke, zu jeder guten Beziehung gehört auch, dass es mal knallt. Und deswegen wollten wir das jetzt auch mal so sagen. Und das hat's jetzt. So, das hat's jetzt. Max. So, das hat's jetzt mal. Dann lernt das hier mal zuerst. So. Ich werde jetzt nicht mehr auf den Hashtag Herzig auf Twitter gucken für die nächsten Tage. Ich werde mir, jetzt auch erstmal eine Auszeit gönnen. Ich werde jetzt mit Max heute mich krönen lassen bei Burger King. Ja. Und dann werden wir gucken, wie es dann nächsten Samstag ist. So. Und bis dahin habe ich auch da gerade kein Bedürfnis. Ihr könnt da gerne schreiben, wie ihr wollt. Das muss jetzt mal raus. Ich bin froh, dass es raus ist. Und ich glaube, für das ich würde sonst jetzt die erstmal. So. Ja. Also. Ja.
Flächen ebben. Ja. Das läuft gut dann. 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 Right.
Ja. Na gut, dann. 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 Ja. Gut, dann beende ich jetzt die Aufnahme. Gut, mache ich auch. Ich würde jetzt auch nicht Tschüss sagen. Solltest du auch nicht tun, glaube ich. Nö, mache ich auch nicht.